Nach diesem Video wirst du exakt wissen, wie du mit Neidern in der Oberstufe umgehen solltest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr merkt schon, ich bin wieder back in Düsseldorf und zu Hause und ich habe eine ganz große Bitte für euch. Und zwar haben ich und mein Team gerade eine extrem wichtige Umfrage entwickelt. Dazu ist der Link der allererste in der YouTube-Beschreibung. In dieser Umfrage werden wir einfach abfragen, was aktuell eure wichtigsten Themen sind, wo ihr die meiste Hilfe braucht, weil wir dann alles, was wir in den nächsten 5 Monaten in diesem Schuljahr noch tun werden, darauf auslegen werden. Deswegen geht bitte unbedingt auf den Link in der Umfrage. Macht damit, dauert 2 Minuten, sind 15 Fragen. Geht die einfach kurz durch, weil dann kann ich und auch was mein Team im Hintergrund macht, und alles noch 1000-mal besser machen für euch, weil es nicht mehr darum geht, was ich sagen möchte, sondern genau spezifisch darum, was du brauchst. Deswegen bitte geht auf den Link unten in der Umfrage und ansonsten jetzt direkt rein ins Video. Denn das Thema ist ja heute mal Neider, Hater, Menschen, die dir deinen Erfolg nicht gönnen. Und dazu habe ich immer wieder Nachrichten bekommen. Mir war es am Anfang gar nicht so krass bewusst, weil ich persönlich hatte damit nicht so viel Kontakt in Bezug auf die Schule. Ich musste schon seit 2 bis 3 Jahren mit Hatern umgehen, aber mehr auf meinen persönlichen Erfolg, also außerhalb der Schule, vielleicht mehr in Bezug auf YouTube oder in anderen Lebensbereichen. Und ich finde diese Thematik so unfassbar spannend. Deswegen auch vielen Dank an jeden, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich merke das immer mehr. Ich kenne meinen eigenen Weg, wie es bei mir verlaufen ist, aber als Coach für euch möchte ich vor allem auch das Szenario von jedem Einzelnen kennenlernen. Also was ist deine Situation? Wo möchtest du hin? Dafür ist zum Beispiel eben auch die Umfrage so unfassbar wichtig, dass wir jetzt in den nächsten 5 Monaten alles darauf ausrichten können. Deswegen bitte macht die unbedingt. Aber dadurch, dass ihr zu mir zum Beispiel sagt, hey, wow, das ist eben das beste Beispiel jetzt eigentlich dieses Video. Dadurch, dass ihr sagt, hey, ich schreibe schon gute Noten und so weiter, aber mein Problem ist einfach, ich werde mental, psychologisch total zurückgehalten, gute Noten zu schreiben, weil ich ganz genau weiß, wenn ich 13, 14, 15 Punkte aus irgendeiner Arbeit rausbekomme, dann gucken mich die Leute dumm an, sagen, ich bin Streber, gönnen mir das nicht, denken, ich würde mich nur beim Lehrer einschleimen und so weiter, all diese Themen. Und deswegen ist es super wertvoll, weil solange ich das nicht weiß, dass ihr damit ein Problem habt, kann ich dazu auch kein Video machen und dementsprechend auch keine Lösungen finden. Deswegen unbedingt die Umfrage, entweder jetzt gleich oder nach dem Video eben. Jetzt zum Thema. Das Ding ist, du wirst es aus den Leuten nicht rausbekommen. Du wirst es garantiert nicht aus den Leuten rausbekommen, dass sie neidisch sind. Und das ist nichts anderes als, was Hater sind. Hater sind immer nur neidisch. Ich bin noch nicht mal der Meinung, dass man sagen sollte, scheiß auf die Hater, bla bla bla. Weil manchmal können sie einfach wirklich was Gutes sagen. Ja, also vielleicht ist ihre Kritik, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, vielleicht ist ihre Kritik nicht konstruktiv. Aber nur weil ihre Kritik nicht konstruktiv oder nicht sachlich formuliert ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass innerhalb ihrer Kritik nicht irgendwas Wertvolles stecken könnte, was dich persönlich, nicht für diese Person, sondern nur dich persönlich ernsthaft weiterbringen kann. Das bedeutet, egal was irgendjemand zu dir in der Schule sagt, das Allerwichtigste, was du im allerersten Moment mal schaffen musst, ist, dass du selbst dich davon distanzierst. Dieses klassische, nimm es nicht persönlich, ist so entscheidend. Weil sobald du das als Angriff auf deine Person siehst, auf deine eigene Identität, wird dein eigenes Ego, das haben wir alle, das geht darum, dass du egoistisch bist, sondern wir alle haben einfach eine eigene Identität, ein eigenes Ego, was dann auch in den Selbstschutz eben übergeht. In dem Moment, wo du die Sache, die die andere Person sagt, als persönlich nimmst, in dem Moment wird sie versuchen, dein Ego zu verteidigen, und das schafft es nur dadurch, dass er diesen verbalen Angriff, was diese Kritik ja darstellt, einfach abwertet und sagt, nein, stimmt nicht oder Bullshit, egal ob du es der Person direkt zurücksagst, vielleicht sogar mit Wut, ja, das ist natürlich der allerschlechteste Fall, oder selbst wenn du nichts darauf sagst, einfach nicht darauf reagierst, was sowieso schon mal super ist, dann wirst du trotzdem in dir sagen, ah, der hat keine Ahnung, bla 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 bla, und es einfach nur so wegschieben. Wenn du es wirklich schaffst, es nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach nur zu sagen, okay, diese Person wäre einfach gerne dort, wo ich stehe. Und dann bitte auch eben nicht in dieses krasse Ego-Ding verfallen, so eine, boah, ich bin so viel krasser und alle neidisch, weil das sehe ich auch ganz oft als Kompensation im Prinzip, um mit dieser Situation klarzukommen. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn du es aktuell machst, um damit klarzukommen, ist das vollkommen okay. Sei dir nur bewusst, es ist nicht die letzte Stufe, sondern die Endstufe von dem, wie du als Person mit Neid, Hate und so weiter umgehen kannst, ist
mit maximalem Verständnis für die andere Person. Und zwar ehrlich, nicht so ein aufgepushtes, ja, ich bin halt so krass, die wollen halt auch alle so sein wie ich, sondern mit einem ehrlichen, aufrichtigen, im Prinzip sogar liebevollen Verständnis dafür. Denn in dem Moment, wo du erkennst, okay, hey, diese Person möchte einfach auch so gute Noten schreiben wie ich. Nicht im Sinne von, oh, ich bin besser, sondern ich kann das total nachvollziehen. Wenn ich die Person wäre, die die ganze Zeit 6, 7 Punkte schreiben würde und eigentlich halt auch ein 1er Abi will und dann eine andere Person sieht, die die ganze Zeit 12, 13, 14, 15 Punkte schreibt, dann wäre ich auch sehr, sehr gerne diese Person. Und dann eben, weil sobald du das hast, ab diesem Zeitpunkt sagen der anderen Person, obwohl sie dich eigentlich verbal angreift, wenn du ihr Liebe gegenüberbringen kannst, ab diesem Zeitpunkt wird dich die Kritik in keinster Weise mehr treffen. Und zwar wirklich nicht mehr treffen. Eben nicht so ein, oh, das bedeutet mir alles nicht, das trifft mich alles nicht, sondern es wird dich nicht mehr treffen, weil du die Person zu 100% verstehst. Weil du ganz genau weißt, hey, wenn ich in deren Situation wäre und dann auf eine Person wie mich treffen würde, ich würde genau so reagieren. Und wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du nämlich erstens dich nicht mehr von dieser Kritik abhalten lassen. Ja, du hast keine Angst mehr davor, weil du hast einfach maximales Verständnis dafür, maximale Liebe für diese Person und lässt dich dadurch nicht mehr beeinflussen und sagst halt, ja, es tut mir leid für die Person, aber, und da ist hier Selbstliebe so wichtig, ich liebe mich selbst auch so sehr, dass ich es nicht zulassen werde, dass ich mich durch diese Kritik abhalten werde, sondern ich verstehe die Person, ich kann es vollkommen nachvollziehen, aber es wird meinen persönlichen Weg nicht ändern. Und da merkt ihr auch schon in der ganzen Dynamik, in der ganzen Energie, wie ich das sage oder auch wie ihr das dann eben sehen könnt, das ist eine ganz andere Sache. Ja, es ist kein, oh, ich bin krass und man versucht sich so drüber zu heben, sondern total auf Augenhöhe, kann es voll verstehen, muss der Person ja gar nicht sagen, weil es würde sie noch mehr triggern. Einfach nur für dich, kann es voll verstehen, cool, ich gehe weiter meinen Weg. Und, das heißt, du bist auf der einen Seite eben nicht davon abhängig oder lässt dich davon nicht abhalten und kannst auf der anderen Seite vielleicht wirklich die ein, zwei mini kleinen Elemente, die in dieser Kritik ja vielleicht sogar gerechtfertigt sind, sogar mitnehmen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ey, ja, du lernst ja auch nur, du hast ja gar keine Freizeit, bla bla bla, muss es nicht gleich heißen, dass du denkst, oh shit, ich habe gar keine Freizeit, ich muss alles ändern, aber du kannst dir einfach dich ehrlich selbst mal fragen, habe ich denn Freizeit? Wenn du Freizeit hast, ist ja alles cool. Oder auch wenn du sagst, ich will gar keine Freizeit, weil ich einfach alles, was ich in diesen 2 Jahren Oberstufe habe, vollkommen in die Oberstufe reinlegen will. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur, dass du eben diesen Punkt, den die Person ja im Prinzip in ihrer unsachlichen Kritik angesprochen hat, trotzdem dir selbst gegenüber, nicht weil du schlecht bist oder weil du irgendwas besser machen müsstest oder so, sondern eigentlich auch wieder aus Selbstliebe einfach mal ehrlich und kritisch hinterfragst. Habe ich die Freizeit, die ich möchte? Oder sitze ich vielleicht wirklich den ganzen Tag vorm Schreibtisch und möchte das ändern? Weil dann, sobald du das durch die unsachliche Kritik der anderen Person erkannt hast, ab diesem Zeitpunkt kannst du es ja dann schlussendlich auch schaffen, eben diese letzten Verbesserungspunkte, verstehst du, wir können es immer noch verbessern, auch wenn du die Person bist, die den Neid, die den Hate von den anderen bekommt, weil die anderen so sein möchten wie du, auch dann hast du noch so viele Dinge zu verbessern. Und da kann ab und zu mal die unsachliche Kritik der anderen auch ein sehr guter Wegweiser sein. Das heißt, wie schaffst du es jetzt schlussendlich, um das Ganze sozusagen jetzt zusammenzufassen, wie schaffst du es selbst in diese Liebe zu den anderen Menschen zu kommen? Im Prinzip ganz einfach dadurch, dass du mehr anfängst in dir zu ruhen, indem du nicht mehr so stark auf außen dich fokussierst, also auch dich gar nicht mehr zum Beispiel von deinen Noten auch nicht abhängig machst, nicht so abhängig davon machst, was deine Eltern sagen, all die Sachen, sondern dass du alles, was im Außen ist, erkennst du einfach nur, okay, es ist im Außen, es ist schon auch wichtig oder es passiert oder das ist halt das Leben, aber das, was entscheidend für dich ist, wonach du quasi deine Maßstäbe richtest, ist hier drin. Deswegen kann ich euch auch unbedingt nur empfehlen, fangt an zu meditieren. Meditation wird euch produktiver machen, es wird euch fokussierter machen, es wird euch reflektierter machen, ihr werdet wesentlich, wesentlich schlauer sein, einfach viel smarter in allen Dingen agieren und ihr werdet euch auch selbst mehr lieben. Das heißt, wenn ihr das Video zu Meditation noch nicht gesehen habt, hier rechts oben unbedingt, unbedingt, unbedingt anschauen. Ich sag's euch, es verändert für mich jeden Tag wieder mein gesamtes Leben. Es ist einfach crazy. Und es ist total einfach. Es ist schwer. Es ist nicht einfach. Es ist simpel und schwer. Aber wenn ihr das macht, das wird einfach so verändern. Vor allem auch eben diese Thematik. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo. It's my dream, I can't let none of these looks in vain, no. My
see these blessings I can't even see. Praying that